Neurale Sensoren. Für eigentlich alle Helmteile von Warframes werden sie benötigt und fehlen trotzdem genau dann, wenn man sie gerade braucht. Es gibt drei Orte, an denen man welche finden kann. Auf dem Planeten Jupiter, auf dessen Mond Europa, wichtig ist auf Europa jedoch nur einzig und allein vom Bosskampf gegen den Raptoren und sonst nirgendwo dort. Und nach dem Beenden der Hauptquest, Achtung, kleine Spoilerwarnung, auf der Kuva-Festung. Europa können wir getrost ignorieren, da die dortige Dropchance sowieso viel zu niedrig ist. Jupiter stattdessen hat deutlich mehr Möglichkeiten. Neben der standardmäßigen Überlebensmission mit erhöhter Ressourcendroprate, hier heißt sie Cameria, empfehle ich die schnellste und einfachste Methode. Salad V und seinen kleinen Hund bei dem Attentat Themisto besiegen. Sobald man bei den beiden ankommt, bringt man Elit einfach zu Boden, sodass er sein Hündchen ruft, um ihn wieder auf die Beine zu bringen. Während des Wiederbelebungsvorgangs ist auch San Luca verwundbar und sobald er genug Schaden erlitten hat, sterben beide. Keine langen Phasen mit Unverwundbarkeit und auch keine verschiedenen Kampfetappen. Diese Mission kann in 1-3 Minuten schnell durchgerusht werden und gilt somit als schnellste Variante. Nebenbei auch als die mit der höchsten Dropchance, da Elit V die höchste Droprate im ganzen Spiel von neuralen Sensoren besitzt. Mit etwas Glück findet man sogar noch neurale Sensoren als Vorkommen auf dem Weg zum Attentatspunkt. Da beide als Korpusgegner gelten und besonders San Luca mehr Leben besitzt als sein Herrchen, empfiehlt sich magnetischer Schaden auf den Waffen, also die Kombination aus Kälte und Elektrizität, um die Protoschilde schnell zu zerstören. Als Alternative für Spieler, die die Hauptquest durchgespielt haben und gleichzeitig noch etwas Kuva farmen möchten, empfiehlt sich Tavoini als endlose Überlebensmission auf der Kuva-Festung. Großartige andere Vorteile bis auf das Kuva gibt es dort aber eigentlich nicht. Falls dir das Video gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Bei Fragen, Anregungen oder Kritik einfach einen Kommentar da lassen und für mehr Warframe-Videos den Abo-Knopf drücken. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, Scholatene!